Ja, und hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Paraworld. Ja, mal wieder zurück. Denn es kamen ja recht wenige Videos in den letzten Tagen, so seit Weihnachten und so. Aber es liegt vielleicht daran, dass ich irgendwo in so einer unkreativen Phase bin und nicht so viel Lust habe, irgendwie aufzunehmen. Aber ich dachte mir, denn da ich jetzt eh gerade allein bin, ohne Störungen und sowas, kann ich ja aufnehmen. Da ja auch in den letzten Tagen hier immer jemand bei mir war und ich da nicht aufnehmen möchte, weil es sonst nur Störungen geben kann. Und ich da schon allein aufnehmen will. Ich bin jetzt erst gerade eben ungefähr aufgestanden. Wir haben 2:30. Aber egal. Dann machen wir mal weiter mit im Tal der Götter als die Wüstenreiter. Nikolai Taslov. Oh yeah, auf Stufe 3, nein. Ich hole mit zu bei. Gut, das passt doch. Dann holen wir noch den guten Taslauf. Den guten Touchlauf. Und dann kann ich noch irgendwas holen. Ne, dann hole ich mir noch Steine. Weil Steine sind sehr wichtig. Wisst ihr ja. Und die 15 Sterne werden mich auf jeden Fall weit bringen. Ja. Mission starten. Wenn man mir jemals gesagt hätte, dass ich eines Tages mit Nikolai Taslov befreundet wäre, oder dass es eine Maschine gibt, um Tore oder präziser ausgedrückt Felder zu erzeugen, durch die man von einem Kontinuum in ein anderes gelangen kann, ich hätte es nie im Leben geglaubt. Wenn es doch nur die Möglichkeit gäbe, das Exemplar auf dieser Welt in Gang zu bringen. Aber woher bekommt man so eine Menge Energie? Es ist wirklich verflixt. Andererseits, wenn ich sehe, welche massiven mechanischen Einheiten die Seas scheinbar mit Dampf betreiben, dann scheint es mir nicht mehr ganz so aussichtslos. Ja, das stimmt. Ich hoffe, man kann mich hier auch laut genug hören. Dort oben in den Bergen liegt Valhalla. An seinem Ende findet ihr den Schicksalsbrunnen. Jeder, der von ihm trinkt, wird von seinen Leiden erlöst. Klingt ziemlich mystisch. Und das ist wirklich der kürzeste Weg zum Tempelheim? Das Tal führt zu einer Brücke, die ganz in der Nähe der Ruinen endet. Allerdings dürften unterwegs einige Gefahren auf uns warten. Das klingt schon wesentlich interessanter. Ach ja. Lasst uns kämpfen. Schnell! Öffnung des Tores. Sicher. Welches Tor denn bitte? Schnell! Oh. Barbaren? Wenn das keine Überraschung ist. Diese 10 Krieger beschützen das Tal der Götter und seine Geheimnisse. Dieses Wissen hätte uns bei der Planung der Mission durchaus nützlich sein können. Ja, bitte. Ich mach das schon. Wieso zäh, Krieger? Lasst uns kämpfen. Lahme Typen eher. Denn die sind richtig lame. Los geht's. Wollen wir spielen?
es an. Was gibt's? Klappt sie dir! Ach, der hat eine Schusswaffe. Los, los. Seid ihr so? Gibt's was? Kennt ihr die Geschichte vom trojanischen Pferd? Ein Genial. Da kann man viel draus lernen. Passt auf, dass euch sowas nicht passiert. Sagen das Argument! Ja, Epoche 2. Klappe dir! Schlagendes Argument! Los! Na, alles klar? Ich muss euch aber dazu sagen, ich bin kein Fan von dieser Mission. Ich mochte die früher nicht. Von Säugetiere, deshalb hätte ich schon fast Sägetiere gelesen. Ja, Sägetiere. Aber es gibt auch Saugetiere. Die saugen immer. Okay. Sie dürfen nicht entkommen. Ich mal oben. Kein Problem. Fang schon mal an, Holz zu fällen. Wenn da noch so eine Quelle in der Nähe wäre. Arbeit. Ausgezeichnet. Das Plateau gehört uns. Eigentlich schade, dass die Karte jetzt vorgewarnt sind, oder? Der Gegenschlag wird nicht lange auf sich warten lassen. Es sei denn, wir finden ihre Stellungen voll. Also, das Zeug wurde ihnen zu finden, ist schon eine Kunst. Na gut, eigentlich nicht eine Kunst, aber jetzt schon angreifen zu können, ist teilweise Wahnsinn. Eine kluge Entscheidung. Nikolai, Touchlauf. Ah, das war. Eine Sägetierhöhle. Rock'n'Roll! Gehen wir weiter? Genau, sammel von den Eusmilos. Und nicht. Was soll ich aufspießen? Von dem anderen. Von den Büschen. Vorwärts, Amazonen! Ja? Platz da! Der Tratschloff. So, Tratschloff. Du baust mir jetzt erstmal hier irgendwo eine Kaserne hin. Da, dann ist es wenigstens nicht mehr so. Dann bin ich wenigstens nicht mehr so hier, verteidigungslos. Ich würde eine gerade Mauer bauen wollen. Na egal. Baue ich mal schnell. Hey, worauf wartet ihr? Die können da runter rausgehen. Platz da! Lasst uns kämpfen! Eins frage ich mich. Hey, da sind solche Dings, solche Riesenwildschweine. Das habe ich rasende Wildschweine gelesen. Lauf! Affiniert. Das sind diese Wildschweine, die das Nordvolk auch so als Reiter haben kann. Finde ich voll cool.
Macht euch bereit. Ich gehe vor. Komm. Oh, Drehmann kann ich auch aufstufen. Sollte natürlich alle Zugänge zu mir versiegeln. Also mit einer Mauer. Dann sperre ich mich zwar so gesehen wieder ein, aber ist mir egal. Egal. Ich will kämpfen. Kämpfen. Raffiniert. Da ist ein See. Da sind Steinhaufen. Da sind zwar Baryonyxe, aber wenn ich so nach drüben gucke, ist da auch so ein Punkt. Und von da aus könnten die euch angreifen, weil es nicht in meinem Besitz ist und ich da keine Palisade hinbauen kann. Was ist zu tun? Jetzt Touchlof. So nicht so, als würdest du da nicht hinkommen. Oh Mann, Alter. Ja. Ah. Hört sich gut an. Blitz schnell. Da lang. Machen wir zwei Krieger. Und zwei Bogenschützen. Innen. Was wollt ihr? Zwei Bogenschützen. Innen. Krieger ist hier. Krieger ist hier. Oh ja. Yeah. Was wollt ihr? Wird gemacht. Ihr müsst auch wissen, ich warte momentan auf so mein Nachweihnachtsgeschenk, weil ich habe mir was noch bestellt am 23. und es kam, wie erwartet, nicht am 24. an. Und zwar, ich habe mir die Bienencap von Dirty White Paint gekauft, weil ich die cool finde. Und wer sagt, dass Dirty White Paint nicht toll ist, der soll sich schämen. Der soll sich einfach in seine Ecke verziehen und schämen, weil ich finde, der Typ ist richtig cool. Und mein Magen knurrt. Der mit seinem tollen Ich bin eine Biene hat schon so manchen verzaubert. Ja. Was gibt's zu tun? Packen wir's an. Oh, 700 Holz. Aber die Holzfäller sind jetzt nicht so knorke. Schnell. Hier mal die mittlere hin und da so eine kleine. Ich will die daneben hin ungefähr. Ja, passt ja. Ah, da ist ja der Gegenschlag. Ja,
Da lang. Kommt. Da lang. Okay. Was ist zu tun? So, den guten Tratschlauf wieder hochgeboostet. Weil den brauche ich und es wird mir noch sehr nützlich sein. Ich baue mir immer nur den Tempel hin, damit ich die Einheit noch heilen kann, da ich jetzt keinen Erzdruiden habe. Hätte ich mir auch noch reinwerfen können, aber... Ich dachte mir, ja, dann kann ich noch später reinhauen. Den Ollen. Komm, mach ich noch den sechsten. Wird gemacht. Arbeiter ist hier. Wird gemacht. Ja. Arbeiter ist hier. Die haben aber keine Dinosaurier, die wir als Arbeitstiere oder so nutzen können. Also halt so, Hey, worauf wartet ihr? Wie soll ich sagen? Einfach so hingehen und dann beispielsweise so ein bisschen irgendwie oder mit denen halt mit denen halt so Bäume oder sowas abreißen oder abbauen oder wie auch immer machen können wollen lassen tun. Das ist voll die coole Waffe, der Kerl. Okay. Echt voll brutal. Lasst uns kämpfen. Macht euch bereit. Kommt. Kommt. Ja, ich weiß, das hätte ich jetzt gut nutzen können, aber... Auf dem Weg. Ich werde jetzt speichern, weil ich zu den Monolithen da hinten gehe. Allzeit bereit. Ja. Arbeit. Ah, okay. So ein Steintyp. Soll ich Stein abbauen? Was machst du denn hier? Ja. Geht ihr weiter? Ja, ich verstehe den nicht. Was hast du vor? Guter Gedanke. Eine kluge Wahl. Eine ausgezeichnete Wahl. So wie ich noch in Erinnerung habe, werden die bewacht. Oh ja. Und das nicht allzu schwach. Keystone. Was macht ihr denn? Kommt, dann tötet ihr den. Überraschung. Sie dürfen nicht entkommen. Oh, das ist für Cole kein gutes Ende. Ich geh ein Kaul. Okay. Nächste Aufgabe. Ich will kämpfen. Was hast du vor? Das wird funktionieren. Okay. Allzeit bereit. Das ist funktioniert, fress ich einen Besen. Nein, werde ich nicht. Das funktioniert, glaube ich, mal. Das wird funktionieren. Nächste Aufgabe. Außer Bela stirbt jetzt auch. Fast. Vortreffliche Entscheidung. Lasst uns kämpfen. Kleemann, gib ihm einen Kopfschuss. Der Schuss sitzt. Seid ihr so weit? Kein Zurück! Kein Zurück. Was war's? Ich erledige das. Ich kenne den Weg. Ich führe euch zum Ziel.